Sind Sie soweit? Ja, wir sind soweit. Ja, du wolltest doch heute eigentlich kommen, aber jetzt mach's ich halt. Okay. Ja, guten Morgen zusammen. Für die Union ist dieses Sondierungsergebnis ein gutes Ergebnis. Es ist das richtige Ergebnis für unser Land. Wir haben eigentlich 6 Wochen jetzt Unsicherheit, seit die Jamaika-Verhandlungen abgebrochen wurden. Wir hatten gesehen, dass die FDP keine Lust hat. Jetzt haben wir lange Zeit den Prozess in der SPD erlebt. Und die Sozialdemokraten haben sich durchgerungen, Sondierungsgespräche zu machen. Wir haben jetzt fast 6 Tage am Stück durchverhandelt. Und die Grundlage ist am Freitag früh nach harten Verhandlungen, nach intensiven Verhandlungen, eigentlich nach Durchverhandlungen, einstimmig so im Gremium der Verhandlungsführer der SPD durchgewunken beschlossen worden. Ich habe die Worte des SPD-Parteivorsitzenden bei dem sogenannten Plenum noch im Ohr am Freitag früh. Das ist eine gute Vereinbarung und auf dieser Basis wollen wir jetzt versuchen, innerhalb der SPD auch die Zustimmung zu erlangen. Alle Verhandlungsdelegationen und Verhandlungsführer, ob das Schäfer-Gümbel, Frau Dreyer, Herr Stegner und Herr Weil, wie sie alle heißen, haben einstimmig das Votum so gesetzt, dass man davon ausgehen kann, dass auch die SPD dieses Ergebnis toleriert und für gut empfindet. Wenn jetzt die SPD jetzt nach Tagen des Überlegens daherkommt, nachzubessern, dann muss ich sagen, dann sind wir als Union die falschen Ansprechpartner, weil wir stehen zu diesem Ergebnis der Sondierung. Das ist die Basis für die Koalitionsverhandlungen. Jeder hat die Grundlage des Textes schwarz auf weiß gehabt und hat auf dieser Grundlage seine Gremien informiert. Und die Gremien haben einstimmig sowohl bei CDU als auch bei CSU, aber auch bei der SPD abgestimmt. Und jetzt ist es Aufgabe des SPD-Parteivorsitzenden dafür, für Zustimmung und Mehrheit zu sorgen. Und es ist nicht die Aufgabe der Union, jetzt Signale der Nachverhandlungsbereitschaft zu geben, weil wir auf dieser Basis selber auch ein einstimmiges Votum erzielt haben. Wir sind zufrieden, indem dass wir schon im Eingang dieses Sondierungspapiers sagen, wir haben verstanden aus dem Ergebnis der Bundestagswahl, wir wollen neue Herausforderungen anpacken und wir haben uns in vielen Themen durchgesetzt, die uns wichtig waren, haben aber auch wichtige Themen gegeben, die der SPD wichtig waren. Und jetzt ist es schon bemerkenswert, dass eine Woche der Rücksichtnahme auf die SPD vor uns steht. Aber dazu sind auch die Vorbemerkungen wichtig. Die Union braucht nicht nachverhandeln, weil wir dieses Ergebnis der Sondierung für gut empfinden, zufriedenstellen. Die CDU und die CSU haben glaubwürdig und geschlossen verhandelt. Und wir haben wichtige Erleichterungen bei dem Thema Soli erreicht. Wir haben ein großes Familienpaket auf den Weg gebracht. Wir haben die bessere Steuerung, Ordnung und Begrenzung der Zuwanderung. Wir haben vor, mit großen Projekten Deutschland noch sozialer zu machen. Wir haben mit den Sozialdemokraten vieles verhandelt, das vielleicht jetzt noch nicht so die Aufmerksamkeit erlangt hat, nämlich ein gutes Paket zum Wohnungsbau, viele Dinge, die im europapolitischen und dem Rechnung tragen, was wir in der Verantwortung in der Welt haben als Deutsche. Und von daher wird das die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen sein. Da haben wir auch große Fragen beantwortet und diese großen Fragen bleiben Ergebnis der Sondierungsverhandlungen. Ja, wissen Sie, man ist ja früher davon ausgegangen, dass Sondierungsverhandlungen, nehmen wir die mal 2013, innerhalb von 10 Stunden abgeschlossen sind. Man trifft sich mal, man redet mal über die größeren Projekte und dann kommt man sehr schnell zur Einigung, dass man Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Seit Jamaika wissen wir, 61 Seiten, dass Sondierungen auch mit der SPD, 28 Seiten, schon sehr tiefgehend sind. Und in diesen Sondierungen nimmt man sich über Tage Zeit mittlerweile,
sage ich mal, die inhaltliche Ouvertüre für Koalitionsverhandlungen zu machen. Die Gliederung, wo viele Themen, die in den Wahlprogrammen stehen, schon mal ausgelotet werden und auch harte Punkte, die den Parteien wichtig sind, sehr hart verhandelt werden und dann kommt man zum Ergebnis, dass beispielsweise eine Bürgerversicherung mit uns nicht zu machen ist. Dann gilt das auch, vor allem wenn dann die Verhandlungsdelegation, die war ja auch sehr groß, ich sehe den Helmut Schmidt-Saal noch vor mir im Willy-Brandt-Haus, der war gut gefüllt von Seiten der SPD und diese große Delegation mit all den Meinungsführern innerhalb der SPD sagt einstimmig Ja zu diesem Ergebnis. Dann kann man doch auch als Union davon ausgehen, dass dieses Ergebnis gilt und dass auch die SPD vertragstreu ist. Das ist nicht ein Thema der Union jetzt, das Thema Nachverhandlungen. Für uns gilt der Vertrag, weil wir sind vertragstreu. So sehen wir das Sondierungsergebnis und auf dieser Basis werden wir auch weiterarbeiten. Unsere Aufgabe ist nicht, Mehrheiten innerhalb der SPD zu generieren. Das muss die SPD und ihr Vorsitzender schon selbst machen. Von Anfang an war nach dem 24. September klar, dass eine Organisation einer neuen Bundesregierung schwierig wird. CDU und CSU haben gesagt, es gibt kein Weiter-so, wir haben verstanden. Das haben wir auch sowohl in Jamaika als auch jetzt in den Sondierungen mit den Sozialdemokraten für unsere Seite so umgesetzt. Und jetzt sagen die Bürgerinnen und Bürger ohnehin schon nach Balkonien à la Jamaika, jetzt die Nachverhandlungsritis à la SPD. Mensch, nochmal, wann kommt denn endlich eine Bundesregierung, damit Deutschland die Stabilität, die wir uns über die letzten Jahre erarbeitet haben in Europa und in der Welt, auch die Stabilität für die Bürgerinnen und Bürger nach innen, auch in einer funktionsfähigen Bundesregierung umsetzen können? Und das nervt doch die Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder übers Wochenende, diese großen Debatten innerhalb der SPD. Wir sagen, das ist die Grundlage. Warum sitzen wir dann 6 Tage am Stück zusammen? Meinen Sie, ich habe ungeahnte Lust, über 10, 12 Stunden mit Herrn Stegner über die Migration zu debattieren? Aber wenn man sich durchgerungen hat zu einem Ergebnis, wo alle Seiten gesagt haben, wo die maßgeblichen Punkte sind, oder wenn die Gesundheitspolitiker sich auf klare Botschaften verständigen, wenn die Finanzpolitiker sagen, wir wollen die gute, erhebliche Entlastung über den Soli schaffen, mit 90% der Solizahler, die dann damit entlastet werden, aber parallel dazu ein großes Familienpaket aufstellen. Die SPD muss wissen, was sie jetzt für Botschaften setzt. Sie setzt jetzt momentan die Botschaft, wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dann sage ich, dann habt ihr schlecht verhandelt. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Und nach dem Stand Freitag früh war es auch noch die SPD. Und deswegen werden wir in den nächsten Tagen leider sehen, dass man eher das Negative innerhalb der SPD debattiert. Ich empfehle auch mal die Punkte zu debattieren, die SPD mit auch umgesetzt hat. Es ist immer in diesen schwierigen Situationen ein Geben und Nehmen. Und dann werden wir die nächsten Tage abwarten. Ja, haben Sie die 28 Seiten nicht gelesen? Also das ist ja nicht überschrieben mit Bayernplan, sondern wir haben genauso unsere Themen gesetzt wie die SPD auch und dann haben wir versucht, einen Kompromiss zu erarbeiten. Jetzt in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, nur CDU und CSU haben sich durchgesetzt. Wir haben schon auch als Union eingebracht, dass wir eine hohe staatspolitische Verantwortung mitbringen und zu Kompromissen bereit sind. Jetzt haben wir den Kompromiss-Sondierungspapier. Das haben 3 Parteien geschrieben. Also ich war in vielen, vielen Runden dabei. Ich habe mit Peter Altmaier, Lars Klingbeil zusammen das Hauptdokument mitverfasst, die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen mit eingearbeitet. Da kann ich mich erinnern, dass sehr, sehr viele Punkte auch strittig gestellt wurden, die dann in der letzten Nacht oder am letzten Morgen abgearbeitet wurden. Und die SPD tut gut daran, einmal über die eigenen Inhalte zu reden, die auch für uns schwierig sind. Wir sind ja nicht so, dass wir jetzt mit Leuchtraketen dieses Sondierungsergebnis feiern, sondern bei uns
überwiegt die Vernunft und wir haben gesagt, dass wir in vielen Punkten uns durchgesetzt haben und damit auch zufrieden sind. Diese Zufriedenheit sollte man auch innerhalb der SPD jetzt sicher arbeiten, weil sonst wird der nächste Sonntag etwas schwieriger werden innerhalb der SPD. Wie gefährlich kann Alexander Dobrindt auf einer großen Koalition werden? Alexander Dobrindt war in unserer Verhandlungsdelegation mit dem Parteivorsitzenden zusammen ein sehr zielstrebiger, konzentrierter und hochdurchsetzungskräftiger Verhandlungspartner, der natürlich auch versucht hat, die CSU-Inhalte und die Unionsinhalte mitzuverhandeln. Ich weiß gar nicht die Frage. Wollen Sie jetzt auch die Frage nach Angela Merkel stellen, nach Volker Kauder, nach Horst Seehofer? Ja, Sie sehen ja, neben der Rücksichtnahme auf die Sozialdemokraten kann man schon auch mal eine Millisekunde genervt sein von der erneuten Diskussion der Sozialdemokraten. Aber ist Ihnen nicht klar gewesen, dass die SPD irgendein Zuckerl braucht, um ihre Basis zu überzeugen? Ich sage, beim letzten Mal war es eben der Mindestlohn. Wenn jetzt so ein bisschen der Spitzensteuersatz angehoben worden wäre, dann hätten die wahrscheinlich genügend Stoff, um ihren Parteitag, um ihre Basis zu überzeugen. Ja, wir schreiben ja kein Sondierungspapier, das aus der Redaktionshoheit Willy Brandt-Haus ist, sondern ein Sondierungspapier mit drei Partnern umfasst auch drei Inhalte, die drei Parteien wichtig sind. Und ich verstehe gar nicht den Grundton in den ganzen Debatten jetzt. Also wer hat jetzt die Debatte begonnen? Wenn wir am Freitagvormittag ein Ergebnis haben, das drei Parteivorsitzenden vorstellen, Martin Schulz seine große Zufriedenheit am Rednerpult äußert. Also ich war dabei. Genauso auch die Vernunft und die Zufriedenheit zum Ausdruck gebracht wird von Angela Merkel und Horst Seehofer. Das ist ein gutes Ergebnis. War ich am Freitag übermüdet oder habe ich das nicht richtig empfunden? Sie haben es doch auch gehört und gesehen. Jeder sagt, das Ergebnis ist zufriedenstellend. Und am Sonntag, zur völligen Überraschung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt auch mal den einzelnen Neujahrsempfängen durchgeatmet haben und gesagt haben, Mensch, nochmal, jetzt hat es zum Ergebnis gekommen, jetzt kann man doch auf der Basis gut verhandeln, das ist doch jetzt in Ordnung so. Die werden jetzt in völliger Verunsicherung jetzt wieder in den Montag geschickt, unter dem Motto, die Sozialdemokraten erkennen dieses Ergebnis nicht an und wollen nachverhandeln. Das ist doch schwierig, wenn man das als Grundbotschaft, als große, stolze Partei mitnimmt. Und hier haben Sie das Logo CSU. Ich bin jetzt nicht der Parteisprecher der SPD. Ich habe nur die Sorge um unser Land und dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwann einmal auch sagen, mir fehlt die Tiefgründigkeit an der Stelle, wenn man Ergebnisse verhandelt. Wir wollen doch alle miteinander erzielen, dass nicht die linken und die rechten Ränder gestärkt werden, sondern dass die Demokraten eine Mehrheit finden, damit eine stabile Bundesregierung sich entwickeln kann. Und in dieser Arbeit haben wir als CSU in den letzten 6 Tagen von Sonntag bis Freitag gut verhandelt. Und jetzt haben wir eine neue Diskussion, die nicht von der CSU entfacht wurde, sondern von der SPD. Und von daher bin ich da schon sehr unzufrieden, weil jetzt müsste man in der SPD so viel Stehvermögen und Steherqualitäten haben, dass man auch das am Sonntag im Parteitag ins Ziel bringt. Herzlichen Dank.